Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Farm Manager 2018. So, wir spielen weiter, wir müssen noch das Gebäude reparieren und ja, wir haben jetzt Winter gleich. Unser Weizen ist kaputt gegangen. Passiert. Habe ich zu spät angepflanzt. Ist aber nicht so tragisch. Tatsächlich. Wir machen unser Gärfutter hier wieder. Und ja. Das haben wir fertig. Wir können nicht bewässern. Okay. Kommt gleich der Schneesturm oder was? Oder ich ziehe jetzt zwei Kuhmilch. Ich glaube, das ist leicht. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, das haben wir auch fertig. Sehr gut. Wow, haben wir schon. So, und als nächstes kommt irgendwas anderes. Eine Liste mit ihrer Nahrung. Kauft mindestens 100 Sonnenblumen und 100 Lupinenkerne. Okay. Alter, was? Das war teuer. Was ist hier das hier? Ah. Was war das jetzt? Ein Sonnenblumen. So. Hab ich. Lalalala. Gras haben wir bereits. Lupine, Mais und Sonnenblumen. 10 mal 30. Was für ein Maschinenpark. Wir haben noch gar keinen. Du alte Wurst. Was ist denn Lupinen? Sind die ganzjährig? Ich glaube nicht, wa? Steht er dabei? Effizienz 250 Stück Projekt. Achso. Ist ja nicht bei, ne? Mais, Sonnenblumen, Mais, Lupinen. Ja. Ne? Der Winter. Winter heißt, es geht gar nichts. Ja, müssen wir sowieso jetzt abwarten, bis der Winter vorbei ist. Wir haben Weihnachten gleich. Und zwar... Oder Heiligabend besser. Jetzt! Wir haben Heiligabend! Frohe Weihnachten! Und? Was? Ein. Erster Weihnachtstag. Familie kommt. Ach, guck mal, die Tierchen sind alle drin. Ach ja, das könnte ein bisschen dauern jetzt. Tatsächlich. Mais, Lupine und Sonnenblumen anpflanzen.
Ja. Pumpe. Ja, Silos und so, klar. Lager mit Kühlraum. Lachthof, Saftfabrik. Eine Mühle. Man kann hier auf jeden Fall richtig viel bauen. Das wollte ich jetzt mal durchgucken. Muss man ja mal sagen. Und ich bin echt gespannt, was noch alles kommt. Wie gesagt, die sind ja fleißig im Weiterentwickeln. Oh, wir haben ein neues Jahr, 2019. Okay. $1,100 haben wir noch. Das heißt, ich werde hier gleich noch Felder dran bauen. Also hier. Das hier. Und dann hier noch. So. Aber da haben wir jetzt gerade kein Geld für. Aber dann hätten wir da noch die... Da machen wir hier Lupine, Sonnenblumen und Mais drauf. Und dann schauen wir mal. Milch und Eier sind unsere Einnahmequelle gerade. Löst natürlich, dass die Arbeiter jetzt im Prinzip gar nichts machen die ganze Zeit. Können sie ja nicht, was sollen sie machen? Die Armen, die sind zum Nixtum verdammt. Nur die drei in den Ställen, die sind am Arbeiten und er hier. Glaube ich, dass er am Arbeiten ist jedenfalls. Ja, ist er. Sonst sind die anderen vier sind... Wahrscheinlich liegen sie alle gerade auf der Couch und gucken Fernsehen, was auch immer. Aber wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal den Winter abwarten. Bin echt gespannt, ob man hier auch noch Land zukaufen kann tatsächlich, weil das ist ja echt ein Riesengebiet hier. Also bestimmt eine Riesenfarm bauen. Haben wir da Geld? Sehr gut. Der halbe Winter ist noch nicht rum, ey. Das Coole ist, man kann auch die, wenn man, man kriegt ja mal zwei Kühe, da kann man immer schön verticken. Verdoppeln kann man die so. Aber das bringt nichts gerade.
Lalala. So, mach mal fertig. Mach den Winter vorbei. Ich will schneller. Müsste man überspringen können, das wäre cool. Wir machen auf jeden Fall Plus. Muss man ja sagen. 17.000 Milch, 45.000 Einnahmen. Krass. Sehr schön. Instandhaltung der Wälder. Okay. Geht der denn, ey? April oder so? Nee, März. Ja, theoretisch können wir jetzt nur zugucken. Leider. Obwohl, ich könnte das dritte Feld damit bauen. Dann haben wir das auch schon mal. So. Dann haben wir drei Felder. Was sagt momentan die Milch? Oh, die ist am Hoch. Ja, Mist können wir eigentlich mal verkaufen, ne? Das ist noch viel zu viel. Aber das Problem ist, da kriegst du nichts für. Ja, voll ist, da verkaufe ich die Hälfte. Dann vertick ich die Hälfte. La 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 la. Ich sehe noch nicht mal hier den Frühling, ey. Was ist denn los? Wir haben schon Februar jetzt. Die Eiszeit oder was? Gerade? The day after tomorrow. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass Erdbeeren über den Winter überdauern, das wusste ich gar nicht. Kann man sehen, ne? Man lernt sogar, in manchen Spielen lernt man sogar noch was dazu. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass Erdbeeren den Winter überdauern, die Pflanzen. Gras, logisch, aber Erdbeeren wusste ich nicht. Kann man mal sehen.
Da ist, glaube ich, was. Da, ich sehe, glaube ich, den Strich vom Frühling da oben. Geil. Endlich. Dann kann es endlich wieder losgehen hier. Frühling. Ja, so lustig, dass er hier am Futter verteilen ist, wo die Kühe drin sind. Ja. Aber da sind so Kleinigkeiten, finde ich. Ist eigentlich alles vollkommen okay. Muss ja auch die Kirche im Dorf lassen, ne? Ist ja nicht so spielbestimmt. Sowas. Bis jetzt macht es Spaß. Also muss man ja sagen. Aber der Typ ist auch lustig, der hier oben am Arbeiten ist. Ne? Der geht einmal kurz hin, bringt was ins Lager und geht wieder Pause machen. Oh, Temperaturen werden wieder hoch. Ist ja schon mal was. Na. Jedenfalls sind die Tiere wieder draußen. Es schneit. Ente. Ernsthaft? Gibt's aber da auch? Hähnchen? Puppen. Ziegen, Schafe, Imker. Gibt's auch Enten? Na, warte mal, da stand doch gerade mit Geflügelzucht, ne? Ah, ne. Hühnerstall. Erlaubt die Zucht von. Achso. Schweine. Ach da, tatsächlich. Kann man da noch umstellen oder was? Aha. 1100 würde ich dafür kriegen. Lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht. Und ihr müsst dann wieder alles einen entlassen und einen für die Tiere einstellen. Echt wieder einen Arbeiter weniger. Auch scheiße. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder lasst einen Kommentar da. Ansonsten wird einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Farmmanager 2018. Tschüssingen.